Hallo Leute, ich bin Tomke, eure EWE-Smartgeberin. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie viel CO2 wir mit Grünstrom einsparen können? Das erkläre ich euch heute. Los geht's! Preislich unterscheidet sich Ökostrom kaum von grauem Strom, der häufig auch in der Grundversorgung genutzt wird. Aber wie viel CO2 genau spare ich denn nun, wenn ich von grau auf Grünstrom umsteige? Grundsätzlich fällt bei der Erzeugung von grünem Strom in einer erneuerbaren Anlage, wie zum Beispiel einer Wind- oder PV-Anlage, kein CO2 an. Warum? Ganz einfach, weil hier keine Kohle oder kein Erdgas verbrannt werden muss. Bei diesem Verbrennungsprozess nämlich entsteht unter anderem das umweltschädliche Kohlenstoffdioxid CO2, welches dann in die Atmosphäre gelangt. Auf dem Stromkennzeichen könnt ihr nachlesen, wie viel CO2 in einer Kilowattstunde Graustrom drin steckt. Das findet ihr übrigens auf unserer Homepage. Und derzeit sind das rund 270 Gramm CO2 je Kilowattstunde Strom. Ihr spart also mit einem Durchschnittsverbrauch von 3000 Kilowatt Strom pro Jahr für einen Zwei-Personen-Haushalt 810 Kilogramm CO2 ein. Das ist etwas mehr als ein Hin- und Rückflug von Hamburg nach Mallorca. Das ist aber noch nicht alles. Mit grünem Strom von EWE könnt ihr sogar noch mehr tun. Denn EWE gleicht auch die durch die Vorketten entstandenen CO2-Emissionen aus. Denn die Produktion, der Aufbau und der Betrieb der erneuerbaren Anlage verursachen ebenfalls CO2-Emissionen. EWE investiert daher in entsprechendem Umfang in zertifizierte Klimaschutzprojekte ein und spart so diese Mengen CO2 an anderer Stelle wieder ein. Unser Zuhause Plus Strom von EWE ist daher CO2-neutral. Nebenbei, ein Umstieg auf Ökostrom ist immer gut für die Umwelt, denn je mehr Verbraucher sich für Ökostrom entscheiden, desto mehr erneuerbare Anlagen werden benötigt und desto mehr werden auch tatsächlich gebaut. Und so steigt der Anteil an Ökostrom am gesamtdeutschen Strommix. Wenn euch die Themen CO2-Neutralität und Klimaschutz über Ökostrom hinaus interessieren, mit unserer App Codio könnt ihr auch andere Aspekte eures Alltags unter die CO2-Lupe nehmen. Probiert's doch mal aus und schaut euch das Video in der Infokarte an. Und seid ihr schon auf Ökostrom umgestiegen? Dann schreibt's gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Tomke.